Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und wir testen heute zusammen Produkte aus meinem letzten DM-Haul. Und falls du vielleicht heute zum allerersten Mal mit dabei bist und noch gar nicht Teil meiner kleinen YouTube-Familie hier bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Button klickst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich war vor ein paar Tagen bei DM und habe einige coole neue Produkte gefunden. Und die Produkte habe ich euch auch in einem Haul gezeigt, die ich euch heute zeige. Aber noch andere. Also falls ihr diesen DM-Haul verpasst habt, schaut sehr gerne nach diesem Video dort mal vorbei. Wir testen heute auf jeden Fall einen Teil der dekorativen Kosmetik aus diesem Haul. Und ich würde sagen, weil es heute ein bisschen mehr wird auf den Augen, beginnen wir als erstes einmal mit den Lidschatten. Und ich habe mir nach sehr, sehr langem Hin und Her endlich die Zodiac Love Sign Palette von BH Cosmetics gekauft. Da sind insgesamt 24 Lidschatten und ein Highlighter-Ton drin. Und ich finde sie einfach wunderschön. Ich war erst total verliebt in die erste Zodiac-Palette, die große von BH Cosmetics. Aber dann habe ich sie mir nicht gekauft, weil ich halt schon so viele andere Lidschatten habe. Habe ich auch immer noch. Aber ich fand die einfach von der Konstellation und den einzelnen Farben so wunderschön. Und ich liebe einfach die BH Cosmetics Qualität. Und wo wir gerade bei Sternzeichen sind, schreibt mir unbedingt jetzt mal in die Kommentare, welches Sternzeichen du bist. Ich bin übrigens Fische und habe am 9. März Geburtstag. Da ich momentan keinen Lidschatten-Primer oder einen sehr, sehr stark deckenden Concealer habe, den müsste ich mir nämlich auch endlich mal wieder nachkaufen, benutze ich jetzt von Essence das Camouflage 2-in-1 Make-up und Concealer. Ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr, aber ich nutze einfach super gerne als Base etwas, was sehr, sehr deckend ist, um meine ganzen Verfärbungen und Äderchen auf dem Augenlid abzudecken. Und dann benutze ich noch so ein normales Kompaktpuder, einfach um mein Augenlid zu setten. Das müsst ihr nicht machen. Bei einigen Leuten funktioniert es besser, wenn sie ihre Augen-Make-up schminken mit einer klebrigen Base. Für mich persönlich funktioniert es einfach so am besten. Schaut da einfach, wie ihr das am besten könnt, mögt, wollt, wie auch immer. Etwas Peachiges habt ihr schon letzte Woche von mir gesehen. Und zwar das Video zur Marin Magnificent BH Cosmetics Peachy Palette Video. Und deswegen gehe ich heute nicht in diese peachy Richtung, die man hier, glaube ich, mit auch ziemlich gut machen kann mit diesen Tönen hier. Hier sind übrigens meine Farben, also die, die zu Fische gehören, aber die sind mir jetzt zu wenig Boom. Und deswegen werde ich heute mal das Sternzeichen von meinem Mann quasi schminken. Und zwar werde ich hier die Zwillingsabteilung hier oben benutzen und so ein bisschen in dieses Pinkliche gehen. So richtig schöne, knallige Sommer-Frühlings-Vibes, die wir dann hoffentlich jetzt bald haben. Da das hier alles die englischen Bezeichnungen sind, bin ich mir nicht sicher, ob ich alles richtig ausspreche. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt in dieses rötlichere Braun vom Sternzeichen Virgo, keine Ahnung. Gehe da einfach rein. Und das trage ich jetzt erstmal in meiner Lidfalte so ein bisschen auf. Okay, also ist auf jeden Fall echt stark pigmentiert. Ich freue mich immer, wenn Paletten gut pigmentiert sind, aber auf der anderen Seite kann ich mir halt vorstellen, dass wenn man Anfänger ist, dass es vielleicht ein bisschen schwer sein kann, dann zu wissen, wie viel Produkt man aufnehmen muss, beziehungsweise welche Pinsel man am besten verwendet, damit es nicht too much wird. Das Ganze blende ich dann nochmal hier mit diesem Ton hier von Leo, den Matten, ein bisschen mehr oben aus. Einfach um so ein bisschen mehr diese orangelichere Dimension dann noch so ein bisschen mit reinzukriegen, aber halt nicht nur orange zu sein. Dann blende ich das Ganze noch ein bisschen aus. Dann gehe ich jetzt hier in die pinke, matte Farbe von Aries. Und das setze ich jetzt schon mal ein bisschen mehr in die Lidfalte mit rein. Ein bisschen gezielter als eben. Also die Farben sind definitiv sehr stark pigmentiert. Dann ziehe ich jetzt mir eine Cut Crease. Das mache ich mit so einem ganz kleinen, flachen Lippenpinsel und wieder mit der Foundation, die ich auch am Anfang benutzt habe. Einfach, weil ich das gerne mag, wenn da so eine scharfe Kante ist und man dann darauf die schimmernden Farben aufträgt. Also die Schimmertöne sind alle gebacken und das bedeutet, dass sie sehr, sehr weich sein können. Also am besten werdet ihr sie wahrscheinlich mit eurem Finger auftragen, weil man dann einfach das Pigment am allerbesten transportieren kann. Also wenn ihr mit einem Pinsel reingeht, seid auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig und nutzt keinen, der so stark, also so wie der zum Beispiel hier, so
ganz weich gebunden ist und so ganz fluffig, weil damit werdet ihr euch definitiv den Lidschatten zerstören. Ihr könnt besser so einen flachen Synthetikpinsel benutzen, um das dann wirklich auf euer Auge aufzutragen. Ich benutze jetzt einmal hier diesen roséfarbenen Schimmerton von Aries und trage den am Innenwinkel meines Auges auf. Also Leute, ich verstehe auf jeden Fall, warum diese Palette mega gehypt wurde. Für die Mitte meines Augenlides benutze ich diesen Schimmerton hier. Das ist der von Taurus. Und den trage ich einfach so auf, dass so ein Übergang zwischen dem ersten Schimmerton und diesem Schimmerton hier entsteht. Wenn man so mit ganz wenig Produkt dann über die Kanten geht, also über die Farbe davor, kann man so eine neue Farbe schaffen und so einen schöneren Verlauf hinbekommen. Und als letztes benutze ich dann den Schimmerton vom Sternzeichen Zwilling und setze den außen an mein bewegliches Lid. Und jetzt habe ich auch Fallout von den schimmernden Farben. Das lässt sich aber super einfach wegfegen. Und jetzt benutze ich noch den warmen, dunklen, matten Ton hier von der Farbe des Zwillings und setze das in meinen Außenwinkel, um mein ganzes Augen-Make-up zu verdunkeln. Ich habe jetzt noch was von diesem Anthrazit-Ton hier benutzt und das auch noch in meinen Außenwinkel gegeben. So ganz, ganz wenig, also wirklich ganz stark abgeklopft, um das dann doch noch ein bisschen dunkler zu kriegen, weil mir das noch nicht dunkel genug war. Beide Augen sind jetzt fertig und ich bin super happy. Also wirklich, ich meine, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet von den BH Cosmetics Lidschatten, aber ich bin doch noch mehr verliebt, als ich eigentlich gedacht habe. Und jetzt geht's weiter mit dem Gesicht und einem neuen Produkt, und zwar diesem hier. Das hat super viel, habe ich dazu jetzt schon gelesen und gehört, aber ich möchte mir gerne auch meine eigene Meinung dazu bilden. Und zwar ist es von Maybelline die Dream Urban Cover Full Coverage Foundation hier. Es gibt die in insgesamt, glaube ich, 8 verschiedenen Farben, nagelt mich nicht drauf fest. Ich habe jetzt hier die 100 Warm Ivory, das ist die zweithellste Farbe und sie hat einen gelben Unterton. Die soll halt vor Umwelteinflüssen schützen, einen Lichtschutzfaktor von 50 haben, was so Goals ist für mich einfach, weil ich immer super empfindlich auf die Sonne reagiere. Ich komme auch gerade aus dem Urlaub, also vor 2 Wochen bin ich wieder gekommen und mein Gesicht ist immer noch gerötet, obwohl ich mich super geschützt habe. Außerdem soll die halt Full Coverage sein und super leicht, dass man sie quasi nicht spürt. Ich bin super gespannt, falls ihr die habt, schreibt sehr gerne auch dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ist so eine Tube und es hat so ein spitz zulaufendes Ende, wo man das dann halt so rausdrücken kann einfach. Ich werde mir jetzt was davon auf meine Hand geben und sie ist auf jeden Fall sehr flüssig. Ganz oft ist es ja so, wenn ein Produkt wirklich flüssig ist, dass die Deckkraft dann nicht unbedingt so hoch ist. Und das testen wir jetzt mal. Ich weiß, viele sind immer im ersten Moment erschrocken, wie hell die Foundations sind, die ich für mich auswähle. Aber hier wäre eine Nummer zu dunkel definitiv mehr als eine Nummer zu dunkel für mich gewesen. Und sie dunkelt auch ein ganz bisschen nach. Und außerdem muss ja auch die Foundation nicht zum Gesicht passen, sondern zum Körper. Und ihr seht, ich bin sehr hell. Mein Gesicht ist immer gerötet. Immer, 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 immer. Okay, ich habe definitiv zu viel benutzt. Da erzähle ich euch noch fröhlich, dass alles passt und mache hier so ein Desaster. Mal sehen. Ich nutze die Foundation jetzt einfach auch als Concealer mit und habe mit Absicht auch keinen Primer benutzt, damit ihr wirklich seht, wie die Foundation sich auf meiner Haut verhält und nicht halt durch irgendwas anderes quasi verschönt wird und vielleicht noch verbessert wird, sondern nur wie die Foundation selbst funktioniert. Lässt sich auf jeden Fall super einfach und super schön einblenden. Und es stimmt auf jeden Fall, dass man sie überhaupt nicht spürt. Also es fühlt sich an, als hätte ich einfach gar nichts drauf. Auch um meine Nase rum lässt es sich wirklich gut auftragen. Da habe ich immer so ein bisschen Probleme. So, jetzt ist sie auf jeden Fall komplett eingearbeitet und ich finde es halt einfach schöner, wenn mein Gesicht zum Rest meines Körpers passt, statt dass ich eine Nuance dunkler wähle, die dann zu meinem Gesicht vielleicht passt, aber nicht mehr zum Rest. So, jetzt nochmal richtig unangenehm nah. Ihr seht, meine Haut sieht einfach aus wie Haut. So, meine Sommersprossen und auch so ein bisschen meine Äderchen, die ich halt habe, auch hier um die Nase, sieht man so ganz minimal durch. Aber der Rest hat einfach auch noch so diesen Schein von Haut. Jetzt ist sie auf jeden Fall auch ein bisschen nachgedunkelt und passt sehr gut. Man sieht hier oben ein bisschen noch was von meinem Sonnenbrand. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Foundation leicht setten. Ich gehe jetzt in mein Kompaktpuder rein von Alterra und sette damit einfach so ein bisschen die Produkte unter meinem Auge. Also eigentlich nur die Foundation, mehr ist da ja nicht.
Dann benutze ich als nächstes einen Bronzer, und zwar den von Love hier. Das ist der HD Matte Bronzer. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den von einer Zuschauerin netterweise zugeschickt bekommen. Und den trage ich im Moment total gerne, einfach auch, um den jetzt aufzubrauchen. Und zwar habe ich etwas Neues von 183 Days, dieses hier. Das ist der Ready to Brow Ink. Es steht drauf, Ready for Ink, schnell trocknende, langhaftende Inkformel. Die Form der Braue wird mit dem Pinselapplikator nachgezeichnet und fehlende Härchen mühelos ergänzt für natürlich wirkende Ergebnisse. Da bin ich mal gespannt, weil ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ich hatte hier so einen kleinen Unfall mit meiner Augenbraue. Also hier ist noch alles paletti. Und da fehlt ein Stück. Das ist, wenn man zu gestresst ist, um eigentlich seine Augenbrauen zu machen und es trotzdem tut. Es sieht ehrlich gesagt aus wie ein Lipgloss. Ich habe übrigens hier die Farbe 010 Ash. Okay, also wirklich ein Lipgloss-Applikator. So sieht es jedenfalls aus. Und irgendwie sieht es auch so aus, als wenn das ein totales Geschmiere wird. Ich habe bis zum Schluss gewartet, weil ich Angst habe, dass ich jetzt alles kaputt mache. Let's see. Oh Mann, ich habe mir so gewünscht, dass es funktioniert. Also die Farbe passt ganz gut, aber sie lässt sich irgendwie nicht so richtig gleichmäßig auftragen. Und ich finde auch, der Applikator ist irgendwie total ungeeignet. Und so richtig Härchen nachzeichnen kann man logischerweise dann damit auch nicht richtig aufgrund der Form. Okay, also ich habe mir jetzt gerade meine Augenbrauen unten im Tageslicht angesehen. Und die Farbe ist nicht so aschig, wie sie halt hier drin wirkt. Auf jeden Fall nicht. Und auch nicht so aschig, wie sie beim Auftragen wirkt. Sie wird so ein bisschen leicht rötlich. Aber meine Augenbrauenhaare, beziehungsweise meine Haare allgemein, sind sehr graustichig. Erst dachte ich, kompletter Flop. Aber dann habe ich das einfach mit so einem kleinen Bürstchen durchgekämmt. Dieses Augenbrauenbürstchen. Und ich muss sagen, jetzt gefällt es mir tatsächlich ziemlich gut. Also ich werde es auf jeden Fall weiter benutzen. Auch wenn die Anwendung echt nicht einfach ist. Um jetzt einfach noch ein bisschen lebendiger auszusehen, benutze ich die Hey Cheeks Palette von Essence und trage mir da einfach mal diesen rosanen Ton hier auf. Dann geht's jetzt zurück zur Palette. Ich benutze jetzt noch den Highlighter, der nämlich hier in der Palette ist. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich stark da. Ich würde schon fast sagen, dass er ein kleines bisschen zu dunkel für mich ist, weil man, wenn man gerade schaut, sieht man so einen leichten grauen Schleier hier. Beziehungsweise so einen bräunlichen. Aber er ist trotzdem schön. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich setze mir den jetzt einfach nochmal in den Innenwinkel. Und dann benutze ich jetzt nochmal die matte Farbe von Zwilling und setze das an meinen unteren Wimpernkranz. Fun Fact, ich mochte meine blauen Augen nie. Ich habe jetzt noch meine Wimpern getuscht mit der Iconista Mascara von Catrice und meiner Wimpernzange von Primark. Bevor wir dann jetzt zu den Lippen kommen und zu dem letzten neuen Produkt, kann ich euch zu der Foundation auf jeden Fall jetzt schon sagen, ich würde sie für sehr, sehr, sehr trockene Haut nicht empfehlen, weil auf meiner Stirn sieht sie jetzt mittlerweile so ein ganz bisschen trocken aus. Und dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Und da habe ich dieses Produkt hier unter anderem. Ich habe mir einige Farben aus der Reihe mitgenommen. Das sind diese This Is Me Lippenstifte von Essence. Und ich habe jetzt hier die Nummer 17. Das soll ja diese Reihe sein, wo einfach dann für jeden Hautunterton quasi die perfekte Nude-Nuance dabei ist. Und ich habe jetzt hier so einen bräunlichen Ton einmal. Wir testen heute mal zusammen, wie gut deckend auch die dunklen sind. Das ist nämlich der für die dunklen Hauttöne, einer von denen. Der riecht voll nach Erdbeer oder so. Dann seht ihr jetzt auch mal, wie so eine dunkle Farbe vielleicht auch einfach an einem sehr hellen Typen wirkt. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall hilfreich jetzt. Sie sind sehr cremig, überhaupt nicht fleckig. Haben auf jeden Fall so ein samtmattes Finish. Passt jetzt vielleicht nicht perfekt zum Augen-Make-up, aber ich dachte einfach, die Farbe ist am coolsten jetzt zum Zeigen. Das ist dann der fertige Look. Ich hoffe wie immer, dass ich euch unterhalten habe, inspiriert habe, dass ihr einfach Spaß hattet. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!